habe auf Deutsch auf dem Spielfeld. Ich bin sehr beeindruckt, dass die Portugiesen ihn scheinbar verstehen. Zumindest Thiago mit der Elf ebenfalls eingewechselt. Scheint da gut mit ihm zu kommunizieren. Und jetzt gibt es Schiedsrichterball, weil der Schiedsrichter hat das Spiel unterbrochen. Die Portugiesen waren im Ball besetzt und das Spiel wird fortgesetzt. Und auch Marco Ladete kann wieder teilnehmen. Lukas Albrecht geht da hinterher, ist aber noch dran und so gibt es einen Wurf für Firenze. Technisch schon stark von den Portugiesen da wieder beidfüßig, wie sie den Ball mitnehmen. Das war klasse gespielt da an der Außenlinie. Treten schon etwas stärker auf als in der ersten Hälfte, machen im FC Hansa Rostock auch größere Probleme, wie man an den ersten beiden Chancen schon gesehen hat. Setzt sich wieder gegen zwei Mann durch. Und dann der Schuss aus 35 Metern, keine Gefahr für das Tor von Jörg Hahnl. Und Abseitsposition, Freistoß, Hansa Rostock. Michael Wiemann, da hat er Glück, dass er den Freistoß bekommt. Gegen den Ebenwald eingewechselten Musias. Da hat er den Ball zurück, wollte ihn zurückspielen auf Jörg Hahnl und da steht der Portugiese dazwischen. Und da hat er Glück, dass er den Ball wiederbekommt und dann gefoult wird, weil sonst wäre das eine Riesenmöglichkeit für die Portugiesen geworden. Und der lange Abschluss jetzt. Vujanovic kann sich da nicht durchsetzen. Und jetzt das Ganze in die andere Richtung. Aber die Hansa-Abwehr steht, der Ball wird rausgeköpft und die Portugiesen versuchen neu aufzubauen. Und wie man löst es mit einem Kopfballrückgabe auf Jörg Hahnl. Dabei darf er den Ball natürlich in die Hand nehmen und beruhigt das Spiel so ein bisschen. Und Hahnl mit dem Abwurf an die Mittellinie auf Tobias Jeneke. Der lässt seinen Gegenspieler aussteigen und hat jetzt Platz auf der linken Seite. Kann man etwas gehen oder legt ihn sich zu weit vor und bleibt damit am Verteidiger hängen. Das hätte eine gute Möglichkeit werden können, aber es stimmt eben noch nicht alles. Und den Einwurf, klasse gemacht, aber schnell reagiert, aber der Portugiese frei. Aber die Flanke im Aus, Abstoß, Hansa Rostock.
Oh, da fällt der Portugiese. Moises ist es erneut. Nach einem scheinbaren Schubser von Schürbar. Der Schiedsrichter entscheidet nicht auf Elfmeter. Ganz zum Entsetzen der portugiesischen Bank, die komplett aufgesprungen war, wenn ich auf die kleinen Dächer der Ersatzbank gehauen hat. Und im Gegensatz nun, Tobias Jeneke auf der linken Seite setzt sich durch, legt zurück auf Dexter Langen und er bleibt hängen. Das wäre eine Riesenmöglichkeit gewesen und jetzt abseits. Also die Portugiesen mit allem Ernst bei der Sache sind, wollen dieses Spiel scheinbar unbedingt gewinnen. Diskutieren da mit dem Schiedsrichter, mit dem Linienrichter. Wir sind voll dabei, eigentlich Bilder, die wir bei einem Testspiel nicht unbedingt sehen wollen. Andererseits ist es auch für den FC Hansa Rostock eine gute Einstimmung auf die Liga, wo sowas immer mal wieder vorkommt. Und da gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren, sich aufs Spiel zu konzentrieren und die Punkte auf dem Spielfeld zu machen. Und das gelingt dem FC Hansa Rostock hier gut. Vujanović wollte den Ball da weiterspielen. Auf Latai, beschwerter Hand, aber der Schiedsrichter sagt nein. Und somit ist der Ball beim portugiesischen Torwart. Ellbogeneinsatz von Pelzer, Freistoß für die Portugiesen. Die trotz der Reklamation, das kann man von hier sehen, auf der Spielerbank sehr, sehr viel Spaß und Freude hier haben in Schwerin. Die Sonne ist auch herausgekommen, sind jetzt wunderbare Bedingungen, nachdem es am Anfang des Spiels leicht genieselt hat, es nach etwas gröberen Regen aussah und jetzt die Chance für Virenzo und der geht knapp vorbei. Da beschwert er sich, dass keiner einen Fuß reinhält. Das war gefährlich. Im Hintergrund war keiner bei ihm und er konnte freischießen. Der Ball geht knapp vorbei. Links vorbei am Tor von Jörg Hanel. Da hat Hansa Rostock richtig Glück gehabt. Chancen, die Firenze in der ersten Hälfte nicht hatte. Ansonsten bleiben beide auf den Leuten drauf, versucht an der Mittellinie unter Druck zu setzen. Bälle zu holen, wie sie es auch in der ersten Halbzeit sehr, sehr erfolgreich getan haben. Nun schaffen sie es nun nicht mehr so erfolgreich.